Hey, wenn jetzt mal nicht Zeit für ein Infovideo ist, dann weiß ich auch nicht. Ganz schön still hier geworden in letzter Zeit, was? Dafür gab es mehrere Gründe. Einmal wollte ich mich endlich mal darauf konzentrieren, Inhalte für meinen Nicht-Pony-Kanal zu produzieren und das ganze Dorf mal wieder ins Rollen zu bringen. Dann fehlte mir zwischendurch immer wieder Motivation und Inspiration, um an den blauen Geschichten zu schreiben. Und dazu kam dann noch eine persönliche Sache, die mich mehrere Monate extrem beschäftigt hat und das wohl auch noch eine ganze Weile nachhaltig tun wird. Nichts Schlimmes, aber etwas, das mich davon abgehalten hat, in aller Ruhe mein Zeug zu machen. Jedenfalls habe ich mich nun endlich mal wieder rangesetzt und im Akkord das Skript für den dritten Hörspielfilm fertiggeschrieben. Das muss ich nun noch überprüfen, korrigieren und in die finale Form bringen. Und dann geht es endlich ans Aufnehmen. Sobald ich absehen kann, wie lange es dann noch dauert, werde ich auf Facebook und Twitter Updates dazu geben. Das ist natürlich ein feiger Trick, um euch darauf aufmerksam zu machen, dass ihr mich dort liken und mir folgen könnt. Wirklich, also wenn ihr Updates von mir sehen wollt oder einfach nur irgendwelches random Zeug, mit dem ich hin und wieder Zeit verbringe, dann solltet ihr da reinsehen. Dafür gibt es die Seiten schließlich. Ich spamme da auch nicht zu viel herum. Naja, ich hoffe jedenfalls, dass ich bis zum Ende des Monats mit Schneiden anfangen kann. Festlegen will ich mich darauf zwar nicht, aber das ist zumindest der vorläufige Plan. Demnach würde nächsten Monat irgendwann dann die erste Folge des Hörspielfilms kommen. Wenn denn alles nach Plan läuft. In der Zwischenzeit will ich hier die ein oder andere Folge vom Blue Tales Blog hochladen und vielleicht ein kleines Spaßprojekt, das ich hin und wieder zwischendurch machen könnte, wenn mir langweilig ist. Und ansonsten solltet ihr einfach auch meinen Nicht-Pony-Kanal im Auge behalten. Da geht bald das Undertale Genocide Run Hörspiel los. Und vielleicht habt ihr das 4,5 Stunden lange Pazifisten-Hörspiel ja noch gar nicht gehört, in welchem Fall ihr das dringend nachholen solltet. Ja, und dann streame ich im Moment mal wieder öfter. Immer mal wieder Overwatch mit wem auch immer, der gerade dabei ist, und etwas seltener, aber dafür länger geplant, irgendwas anderes. Von den letzten beiden ziemlich langen Streams mit La Rutsch muss ich immer noch die Highlight-Videos zusammenschneiden. Ich habe überhaupt gar keine Lust, mich durch 13 Stunden Material zu klicken. Und in genau 2 Wochen ist die Gamescom. Da werde ich anwesend sein. Am Mittwoch auf dem Pressetag sowie am Donnerstag bin ich mit Presseausweis dort. Und dann sind Strongword, Kleines Pika und ich noch am Sonntag da. Am Sonntag wollen wir dann auch wieder so ein kleines Treffen veranstalten. Vermutlich um 14 Uhr auf der Wiese zwischen Halle 6 und 7. Da fand in den letzten Jahren immer das Treffen der Bronies.de-Leute statt, also denke ich, ist das ein ganz guter Punkt. Also dann wisst ihr nun Bescheid, was hier los ist. Bei irgendwelchen Fragen an mich, Wunsch nach weiteren Infos, Links oder was auch immer, seht einfach in die Videobeschreibung oder schreibt mich einfach direkt an. Da steht alles drin. Na dann, gute Nacht!